Hi Leute, ist mein Play, Plasma 44 wieder am Start. Schrägstrich, Stylerboy, 187. Ja, ich heiße jetzt wohl so, scheiße. Aber was soll man denn da machen? Auf jeden Fall, wie ihr es schon seht, wir spielen heute wieder mal Minecraft. Was für ein Zufall. Und eigentlich wollte ich das euch noch ein bisschen verheimlichen. Was ich da euch gleich zeigen werde, aber werde es doch nicht tun. Und euch schon mal informieren. Aber ja. Nun ja. Nun ja. Nun ja. Wenn man sucht nur Spaß. Wenn die Welt endlich mal wieder laden würde, dann wäre es gut. Dann wäre es supreme. Gut. Ist gut. Komm schon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wow, auf die Sekunde genau, Leute. Auf die Sekunde genau. Ja. Und ja, Leute, schnell alle Augen zumachen. Denn, höchstwahrscheinlich hat es keiner mitbekommen, aber das ist nochmals egal. Ja. Nämlich, ihr seht schon, ein Haus. Und nicht irgendein Haus, sondern inspiriert bei Chaos Flow 44. Also, nur dass ich das gleich gesagt habe. Und bevor wir wirklich das Haus besichtigen werden, besichtigen wir erstmal die Bude hier, machen hier Party. Ihr müsst wissen, das hier ist die Partybude. Nein, Spaß. Die heißt zwar wirklich Partybude, aber da ist jetzt keine Party. Ich werde euch jetzt mal erst alles zeigen, bevor ich euch das Haus zeigen werde. Also bleibt bis zum Ende dran. Dann verpasst ihr auch nichts. Nämlich, das ist hier meine Holzbude. Yeah, I love Holz. Das ist einfach auch inspiriert bei Chaos 44, weil er in Hyperion so eine kleine Hütte hatte, wo er Holz drin gelagert hat. Und ja, ihr seht schon, ich habe mein eigenes Tramp hier. Mal schauen, ob das auch denn wirklich Life is hard. Aber mal schauen, ob das dann auch wirklich funktioniert. Hab das früher mal ausgetestet. So. Oh, wir sind schon nie bei den Wolken. Bo. Ui. Auf jeden Fall, das Trampolin verspricht das, was es kann. So, und dann habe ich, glaube ich, nochmals etwas gebaut. Da drüben. Oh, es war. Ah. Das war auch etwas von Hyperion. Nämlich hat der Flo mal so eine komische Ding gebaut und das habe ich dann versucht nachzubauen. Supreme Boy. Ja Leute, ihr seht schon, ich habe hier ein Feld gebaut. Weil ich finde, es sieht einfach so nice aus. Ich finde wirklich, dieses Feld sieht einfach so, es sieht toll aus. Und dann habe ich hier noch so eine kleine Hütte gebaut. Nichts Spezielles. Schon wieder nichts Spezielles, eigentlich nicht etwas Spezielles. Was ich hier gebaut habe, nun ja. Fragt mich das am besten. Was? Was ist da? Ist das? Oh, ich weiß, was ich da bauen wollte. Weil Leute, was braucht natürlich diese Emerald-Blöcke oder Gold-Blöcke? Ja, richtig, im Beacon. Ich weiß gar nicht. Könnte man einfach ein Beacon?
da drauf setzen. Aber der wäre, glaube ich, nicht gepowert. Das wäre dumm. Ja, so. Nein, geht nicht. Schade. Das jetzt nicht war. Ich hab keine Commands an. Jetzt zeige ich auch, wie man Commands anmacht. Man geht zuerst in die Einstellungen. Hier sieht man kreativ. Und man geht hier auf Cheats on. Ja. Und alle haben sich gefreut. Und nun machen wir das altbekannte. Das, was jeder kennt. Das Weather Clear. So. Schönes Wetter. Und nochmals das altbekannte Time Set Day. Was ist das hier wieder? Was habe ich wieder falsch eingegeben? Time Set the Day. Ja. Ja, fuck, die Zombies. Aber, ja. Das heißt, das wäre es auch schon. Und wir, ciao Leute, nein, Spaß. Wir werden jetzt das Haus besichtigen. Das Haus der Häuser. Und ich sage so, es ist noch nicht ganz fertig. Wie kann es auch sein? Und, na gut, hab ich gesagt. Was genau ist das? Einfach ein Loch im Bedrock. Super. Hat auf jeden Fall jeder Freude. Wow, no, es laggt. Es muss zuerst laden, das ist klar. Und hier ist nichts drin. Hier auch nicht und hier auch nicht. Weil für normal, wenn man hier durchläuft, dann nachher werden die Dinger hier ausgelöst und Oceans, die einen töten, werden abgeworfen. Wieso musst du hier jetzt im Sandgraben da drüben? Hier haben wir eine Wand, wo ich einfach so beschmückt habe. Das haben wir auf beiden Seiten. Da wollte ich noch Glowstone dahinter tun. Also hier in diese Löcher. Und das sieht auch so mehr so ein Let's Build Together sein. Und hier haben wir einfach so ein paar Kisten. Weiß jetzt gar nicht, wem die das drin. Nein. Dann hier haben wir ein schönes Schlafsolarium. Und keine Ahnung, ich habe einfach so Glowstone gebaut und dann ist es so geworden. Und hier haben wir eine sehr schöne Weltkarte. Oder besser gesagt, da werde ich dann noch ausbauen, werde eine riesige Weltkarte bauen. Und jetzt müssen wir es mal so hin. Hier haben wir ein paar Tomaten. Die geben hier diese Potions. Hier gibt's Essen. Und das hier ist ein kleines Spielchen. Nämlich stellt man sich da hinten so hin. Und man darf nicht vom Pfeil getroffen werden. Und wenn man schreibt mit 3 Leben. Und wenn man ein so Potion bekommt, nachher hat man ein Level dazu, also wird es so aussehen. Ich habe nicht getroffen. Oh, der Pfeil hat mich nicht erwischt. Oh, der hat mich erwischt, nur noch 2 Leben. Auch nicht erwischt. Auch nicht erwischt. Scheiße, was habe ich getan? Nein! Jetzt brauche ich schon hier meine Toilettenstufen hier ab. Das ist übrigens so gebaut und nicht mit echten Treppen. Ich habe nur noch ein Leben, glaube ich. Oder nein, noch 2. Ja,
Jetzt habe ich wieder 3. Und. Nein. Ja. Ja, ihr seht schon. Ihr seht, wie das funktioniert. Ihr seht das Spielprinzip. Und, ja. Ist jetzt nicht wirklich interessant. Zack. So. Und ihr seht schon, hier bin ich noch am Bauen. Hier wird der Redstone-Keller hinkommen. Hier habe ich heute schon mal ein bisschen ausgebaut. In der nächsten Folge werdet ihr dann das Endresultat sehen und so. Dann hier haben wir einen Waffenraum. Ja. Auf jeden Fall muss man das genauso machen. Bevor man in einen Waffenraum reingeht, muss man zuerst die Türe zerstören. Das ist ganz normal. Dann Spaß. Hier haben wir ein paar Waffen. Ich habe Angst, dass ich jetzt hier das abbaue. Ja. Und hier haben wir auch noch ein paar Sachen drin. Und gehen wir wieder mal raus. So, dann hier. Nein, gehen wir zuerst hier rüber. Hier haben wir das Beste, natürlich die Toilette. Also wenn wir hier mal drin müssen, können wir hier hinsitzen. So. So. Danach gehen wir ins Wasser. Ja, genau so wascht man die Hände, nicht anders. Das war mein Händewasch-Tutorial. Und hier haben wir ein Zauberding. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, ganz normal eigentlich. So sieht übrigens die Decke aus. Dann hier gehen wir durch. In another room. Was ist hier passiert? Das war vorhin nicht so. So. Hier haben wir eine sehr coole Erfindung. Oder einfach praktisch kann man sagen, man zerstört hier das Netherportal. Klickt man hier einmal drauf und zack, es entsteht wieder. So. Dann hier halt so ein paar Sachen. Hier ist noch ein kleiner Geheimschalter, mit dem wir hier nach unten gelangen. Hier ist so ein kleines Labor, kann man sagen. Hier ist Lava, hier ist mein Hund. Hier sind Diamonds. Und hier ist mein Security Raum. Man klickt hier drauf. Hier ist mein Eisengolem. Hier sind ein paar Vorräte. So, und wieder zu. Dann hier habe ich mal ein bisschen einfach irgendeinen Schrott gebaut, hatte gerade. Irgendwie sind mir die Ideen ausgegangen, dann habe ich einfach hier so zack. Dann nachher geht hier das Licht an und gleichzeitig bewegt sich das hier. Super. Das Ganze ist natürlich nicht atemberaubend. Hier haben wir ein kleines Feuer und Rüstung am Boss. Ja. Was ist das für eine Rüstung? Ah ja, sehr ja, dumm. Sehr dumm hier. Ja. Genau. Dann im Never, ich würde sagen, das zeige ich euch einfach nächstes Mal. Dort habe ich nämlich auch noch etwas Kleines, aber Feines gebaut. Und ich würde sagen, das war es auch schon mit der ersten Folge von diesem neuen, bevorstehenden Projekt. Ich kann nicht sagen, wie oft das in der Woche kommen wird, ob das überhaupt kommen wird, aber nun ja. Ich würde sagen, das war es mit der Folge. Und ciao, Leute!